Ja, hey, willkommen, mein Name ist AnibalP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir einen neuen Charakter getroffen, und zwar Edna, die sich unserem Team angeschlossen hat. Und ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, was wir machen müssen. Ach ja, ihr Bruder hat sich irgendwie in einen Drachen verwandelt und mein Gott, ist das noch riesig hier. Und ja, wir haben versprochen, dem Bruder zu helfen und machen das jetzt auch, wie auch immer. Mal schauen. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, was kann sie überhaupt. Ist jetzt schon wieder eine Woche her. Haben wir gerade einen neuen Charakter bekommen, ich konnte noch nicht ausprobieren. Einsätze null überall. Ja, Erde. Das habe ich mir schon gedacht. Luftdruck. Hey, den kenne ich doch. Sie hat einen Schirm. Habe ich das schon nachgeguckt irgendwann mal? Weiß ich nicht. Lassen wir erstmal alles so. Und sie hat schon einen Thiele maximiert. Okay. Verteidigung, Artangriff machen wir mal. Soll vielleicht mal gucken, was ist sie überhaupt, eine Magierin oder so? 139, 129. Nee, ausgeglichen. Okay, dann mach mal. Also nicht. Verteidigung, erwachsenes Kind. Weil das ist das Neueste, glaube ich, ne? Ja, das war's. Machen wir einfach weiter in der Story und was weiß ich. Haben wir schon gegen dich gekämpft? Fällt mir gerade ein, was muss ich überhaupt neu machen? Nicht das. Wiederbelebung. Nicht egal, nein, Partner sehr oft zu verändern. Okay. So, hier muss ich noch 49 mal Verteidigung machen. War schon ausweichen, muss ich noch ein paar mal. Machen wir weiter, mein Gott. Jetzt habe ich den Gegner voll eiskalt ignoriert. Okay, der nächste, der nächste. Der oder die nächste. Du zum Beispiel. Ja, ich kann ja nur mit einem Charakter noch rumlaufen. Oder so blöd, dass wir so wenig angefahren, dass wir nur mit einem Gegner, ein Charakter rumlaufen können. Was ändert sich irgendwann? Weil so schön finde ich das ehrlich gesagt jetzt nicht, aber gezwungen sind, einen Menschen und einen Seraphen dabei zu haben. Sehr gut. Geldfund, Talent Geldfund. Mit diesem Talent findest du regelmäßig Geld, das herumliegt. Es gibt kein Gesetz, nach dem du es abgeben müsstest. Du kannst es also behalten. Die Wahrscheinlichkeit, Geld zu finden, scheint in der Stadt größer zu sein als außerhalb. Ach, es hat ihre Dingens, ihre Fähigkeit. Geldfund. Okay, hier sind mehrere Sachen. Hier sind vier Stück, deswegen nehme ich mal an, irgendwann lernen wir mal mehrere. Also, ja, nicht schlecht. Geldfund ist auch nicht schlecht. Me likes Geld. Das Blöde ist, ich muss jetzt natürlich wieder hier den ganzen Weg rennen. Also ich wage meine neue Charakterin hier anzugreifen. Die vielleicht auch vielleicht noch nicht mein neuer Lieblingscharakter wird. Meistens sind sowieso immer die kleinen Mädchen meine Lieblingscharaktere. Oh Gott, was sagt das über mich aus? Immer weg. Und schon sagen, der eine hatte die ganze Zeit schon voll wenig KP. Aber einen offiziellen Heiler haben wir irgendwie noch nicht, kann das sein? Wir haben jetzt nur Charaktere, die alle irgendwie so eine Heilattacke haben und Angriffsattacken und normale Attacken. Bisschen komisch. So. Edna sollte ich vielleicht auch mal irgendwann steuern. Mache ich aber, wenn wir irgendwie, keine Ahnung, wenn wir hier raus sind aus diesem Gebiet und wieder durch die Welt rumlaufen, glaube ich. Nicht gerade, wenn wir hier in ein Gebiet rumlaufen, wo die Gegner genau
auf unserem Level gelevelt sind, oder wahrscheinlich höher, die sind wahrscheinlich sowieso wieder höher, ne? Level 13, muss ich mal gucken. So. Gürteltier, 18, ja. Uff. Habt ihr Leute mal alle. Warte mal, Strategie fällt mir gerade ein. Die anderen sind alle jetzt so eingestellt. Gesundheit schon. Bei zwei Charakteren ist das, glaube ich, ein bisschen besser. Oh, da ist Luftdruck. Da kenne ich aus Graces. Ich habe wieder was aus Graces F entdeckt. Wo gehst du hin? Du musst mal in meine Nähe bleiben. Ich habe übrigens auch nicht so viele Tränke des Lebens. Aber mir ist was aufgefallen. Ach. Mit Cleo. Im Kampf gegen Savage ist mir was aufgefallen. Und zwar unten ist ja das gelbe Zeichen hier beim Charakterporträt, was jetzt gerade so am Blinken ist. Und dieser Rahmen, glaube ich, muss wieder voll aufgeladen werden. Und dann ist der Seraph wieder am Leben, oder? Jetzt ist das letzte Ding am Laden. Und jetzt müsste Edna wieder am Leben sein, oder? Jawohl. Ich habe was Schönes herausgefunden, ne? Oh. War ich nicht, das war schon wieder meine Autofähigkeit, die mich da ausbrechen ließ. Ja, nicht auf mich, Edna. Das war ich jetzt, aber. Kalzit-Weste und Kalzit-Diadem. Haben wir, glaube ich, noch nicht. Diadem kann doch er tragen, ne? Meh. Weste. Mal gehen alle die ganzen Dinger her. Sie hat doch, glaube ich, noch nicht. Das aktuelle sagt, sie kann er gar nicht. Verdammt. Hm. Bin ich da schon ganz hoch gegangen? Nee, okay, da war eine Sackgasse, stimmt. So. Was? Ach nee, hier drüber die Brücke. Ja, genau, ich kann jetzt mal hier hingehen. Da war ich ja letztens nicht. Und wie komme ich da hin? Ach nee, da war so eine Klippe, genau. Ja, komm her. Bevor du mich von hinten lieber angreifst, mach ich dich lieber so platt. Ja. Also, ich beschütze dich, Edna. Wäre so gut, dass wir hier auf eine Brücke kämpfen. Da wir immer genau da kämpfen, wo wir auch angegriffen worden sind. Das finde ich so geil. Und auch dann einige Sachen sozusagen im Kampf sozusagen sind, also im Baum oder so. Verdammt, wechseln wir mal lieber. Wenn ein Baum sozusagen im Weg ist, wo wir gerade angegriffen worden sind, dann ist der Kampf Teil des Schlachtfelds. Da finde ich sich richtig gut. Das ist, was ich mir schon immer in Dings, in den ganzen Naruto-Spielen gewünscht habe. Okay, ich weiß jetzt nicht von neuesten, also Revolution und all so was oder Ninja Storm 4. Das jetzt geändert hat, aber ich finde das wäre eine geile Idee, wenn da Terran irgendwie auch noch, wenn zum Beispiel Wände oder Stein oder so im Weg sind, wohinter man sich verstecken kann im Kampf. Neue Kampfaktion, sehr gut, endlich haben wir das. So, ich habe 1000 Mal jetzt Abwehr eingesetzt und habe das endlich bekommen. Schäden durch mystische Arts können durch Drücken von 4, wenn das Art trifft, halbiert werden. Geld pro Treffer. Ich habe noch keine mystische Art gesehen, obwohl doch von Savite. Falls es so ausgesprochen wird. Warte mal, kann ich mich auch mit Edna verbinden? Fällt mir gerade ein. Er hat auch so einen Gegenstand gezeigt, als sie sich uns angeschlossen hat. Also noch zweimal. Oder auch nicht. Okay, jetzt nie mehr Abwehr. So. Hm, schon wieder so ein Stein.
Ich dachte, wenn wir jetzt Edna haben, wie ein Erzseraf ist, können wir was mit den Steinen machen. Wir waren ja auch im Wald, glaube ich. Jetzt gucke ich mal, ob ich mich mit Edna verbinden kann. Bams. Wir haben Riesenfäuste. Boah. Ola, 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 ola. Oh, cool. Oh, mein Hals. Sollte ich vielleicht nicht machen. Ich weiß gar nicht, warum mein Hals so weh tut. Ja, vorhin schon. Ich habe vorhin Kingdom Hearts noch ein bisschen aufgemacht, hat auch schon weh getan. Ich habe keine Ahnung, wieso. So, reden wir mal ein, zwei Gegner. Ich will mal ein bisschen vorankommen. Storymäßig. Kann ich wahr sein. So, hier waren wir letztes Mal. Okay. Ich dachte, da kommt ein Skit. So, und hier sind wir stehen geblieben letztens. Da kam der riesige Drache, welcher Ednas Bruder ist anscheinend. Also ja. Na, schön aus. 10 galt, was? Echt? 10 galt? Warum nicht 100? Oder 1000? Oder 10.000 oder 100.000? Oder 1.000.000? Schon wieder ein Felsen. Was? Geht zurück zu... Boah, was? Ah, nee. Aber... Oh. Ah. Ich bisschen rausgeschnitten habe oder nicht, deswegen sage ich mal Hallo. Und mal gucken. Ah, dann auf zur Brücke. Sowieso jeden Kampf aus dem Weg gegangen, auf dem Rückweg. Hätte man theoretisch nichts verpasst. Ist dunkel. Oh, ihr Typen, von dem ich keine Ahnung habe, wer ihr sein könntet. Assassin. Bist du sicher, dass sie uns Seraphim wirklich nicht sehen kann? Es fühlt sich beinahe so an, als könnte sie unsere Anwesenheit spüren. Wie auch immer, wir dürfen auf keinen Fall unterschätzen. Ich weiß so was von, wer das ist. Aber warum sind denn die Bosse schon wieder so stark? Hilfe! Oh mein Gott! Schon wieder mit Einschlag und ich bin beinahe tot, ne? Ja. Oh, Knall. Oh, mein Miklo, der hat so eine Verteidigung. Nein, Mann. Ich wollte doch nicht. Boah. Ja, ich habe ein Problem. Was? Sie kann uns nicht sehen. Kann ich echt nicht sehen? Okay. Was auch mit Edna? Greif uns nicht an. Wem bist du anfällig gegen nix? Okay. Da, verdammt.
Okay, sie kann Seraphen nicht sehen anscheinend. Nein. Ich vergesse immer, dass ich das auch noch kann. Ach, ist das dämlich. Ja, nicht, dass er ein bisschen unfair ist, dass die Gegner so viel abziehen. Da kann man das natürlich auch machen. So, das heißt ja eigentlich, ich muss nur angreifen. Das war ein Demon Fang, so was von. Guckt euch das an, ne? Aber sie kann Seraphen nicht sehen, anscheinend. Das ist ja schon mal gut. Okay, meine X-Angriffe bringen nichts, habe ich das Gefühl. Ob das so gut war jetzt. Er ist mir irgendwie zu riskant, dramatisieren. Oh, Mikleo, du hast eine Verteidigung zu Buff. Hätte ich gerne. Hab ich eigentlich noch andere Angriffe? Nö. So, immer schon angreifen, Mikleo. Gut, machst du das? Ich weiß so was schon, wer das ist. Es ist ein bisschen auffällig. Okay, wenn man einmal den Rhythmus hat. Sie vergiftet. Ja, Dings bringt es irgendwie nicht. Normale Angriffe. Ich sage immer normale Angriffe. Ihr wisst schon, welche ich meine, ne? Die Kettenangriffe da. Mach so gut. Zum Glück sieht sie uns nicht. Ich weiß, es ist sehr einseitig, der Kampf gerade, aber mein X-Angriff bringt es nichts. Aua, aua. Bitte noch ein bisschen weiter ein. Okay. Ich kann nur mit denen angreifen, ganz ehrlich. Das andere zieht nichts ab oder staggert sie nicht. Bin ich aber gut, dass sie nur mich angreift. Hat was. Sie kann uns also nicht sehen. Also die Seraphen, aber wie kommen die an darauf, dass sie sehen kann? Sehr gut. Wie sie hat Angriff plus. Oh Mann. So, so mache ich das jetzt einfach. Nein, 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 nein. Mein Gott, warum hätte ich ihn jetzt die ganze Zeit getroffen? So, so mache ich das jetzt einfach immer. Oh mein Gott, echt? Pff, Mann, hör auf damit! Oh. Warum zieht denn die so viel ab, ganz ehrlich? Also ich finde, das ist ein bisschen viel, was die immer abzieht.
So, sehr gut. Sehr langweilig der Kampf gerade, ich hab das Gefühl. Sehr gut, Edna. Oh, ich kann drei Angriffe einsetzen, merke ich gerade. Oh Mann. Mann! Dreck! Sie ist viel zu viel ab und ich ziehe viel zu wenig ab. Scheint jetzt so ein Trend zu sein bei den Bossen, oder? Oh, komm her. So. Okay. Ich dachte erst, jetzt kommt noch was. Erfahrungspunkte 0, habe ich gerade gesehen. Doch. Oh, hi. Ich kann dich da auch. ブローコの実最強と歌われた傭兵団を気に入って共に旅をしていたと聞いていますが、どうして暗殺者に、その傭兵団に何かあったのかしらね。訳があるんだな。暗殺者と共にいなければならない、何か。それにしても、暗殺者と共にいて、兵馬になってないなんて。 Kommt auf an, wen die umbringen, ne? これが君の言う同志の宿命なんだね。そう。人間はあなたの気持ちなんて考えもしない。でも仕方ないの。それは人間なんだから。はい。これだけは耐えるしかありません。タフなのが取り柄でよかったな。それ。 全くだ。 Okay. Der Kampf hat es vollgebracht. Wir haben keinen einzigen Erfahrungspunkt bekommen. Ich könnte so heulen. Das nach so viel Stress auch noch. Ach. Okay, gehen wir mal hier hin und holen wahrscheinlich Alicia ab. Ja, kannst mich mal. Ich will jetzt ehrlich gesagt lieber erstmal speichern. どうしは天族を司り、操るものでしょう。好きにすればいいわ。そんなの嫌だ。道具扱いじゃないか。エドナが嫌なら別の方法を考えるよ。どうしても女の子からやらせてって言わせたいのね。そう、すれば、やらせますよ。変な奴だと分かっていたつもりだったが。何なのその使い古された反応。もういい。 Naja, wenigstens nicht jemand, der andauernd die ganze Zeit sorry angemeldet. Das geht mir nämlich ein bisschen auf den Nerven die ganze Zeit. Noch ein seraphisches Mysterium. どうもそうみたいだ。恨みを買ったの？なぜか汚れない暗殺者。そんな覚えはないんだけど。覚えもないのになぜか天族がついた、これまたなぜか汚れない暗殺者に襲われたわけ。あ、いや、理由は俺が同志だからだと思う。なるほど。同志だから傭兵団にいたはずのなぜか兵馬にならない天族がついた、これまたなぜか汚れない暗殺者に狙われていたのね。
Oh, das war sarkastisch gemeint. Ah, wenn man es so zusammenfassen will. Na gut, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Zestiria. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.